Hallo und herzlich willkommen zu deiner Häkelwelt. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil der Mütze. Ich habe jetzt so lange mit vier ganzen Stäbchen weitergehäkelt, bis ich in etwa die Länge der richtigen Mütze gehäkelt erreicht habe. Und es ist etwas weniger als die richtige Länge, weil wir gleich noch den Rand häkeln werden. Ich zeige euch jetzt, wie viele Runden ich insgesamt gehäkelt habe mit vier ganzen Stäbchen. Also, hier sieht man noch, wo ich drei ganze Stäbchen mit drei ganzen Stäbchen die Runde gehäkelt habe. Danach kommen vier ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ich habe also acht Runden mit vier ganzen Stäbchen gehäkelt. Jetzt wollen wir eine Runde als Basis nehmen für den Rand. Dafür häkeln wir für den Anfang der Runde zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Und in dieses ganze Stäbchen hier, also nicht diese vier, die danach kommen, sondern in das erste, häkeln wir ein ganz normales ganzes Stäbchen. Also wir gehen ganz normal von oben rein und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und in die vier nächsten ganzen Stäbchen häkeln wir jeweils auch ein ganzes Stäbchen. Also hier ein ganzes Stäbchen und hier auch. In das dritte ein ganzes Stäbchen und vier. Jetzt häkeln wir in dieses nächste ganze Stäbchen, häkeln wir nochmal ein ganzes Stäbchen. Das erste, was noch vor den vier ganzen Stäbchen kommt. Hier kommen jetzt die vier und da häkeln wir wieder nur ein ganzes Stäbchen in jedes Stäbchen. Und das geht jetzt so lange weiter, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Also einfach immer ein ganzes Stäbchen in dieses Stäbchen rein und in die vier jeweils auch immer eins und so weiter. Und wenn ich dann am Ende der Runde angekommen bin, häkle ich eine Kettenmasche in das erste ganze Stäbchen, also diese zwei Luftmaschen ignoriere ich und ich gehe direkt in die erste und häkle dort eine Kettenmasche, fange dann wieder mit zwei Luftmaschen an und häkle nochmal eine Runde mit nach dieser Art, also immer in jedes Stäbchen ein ganzes Stäbchen. Und ja, ich habe jetzt eine Runde als Basis gehäkelt mit ganzen Stäbchen und bin jetzt am Ende der Runde angekommen. Wie gesagt, lasse ich jetzt diese beiden Luftmaschen weg und gehe in das erste ganze Stäbchen und häkle dort eine Kettmasche und dann zwei Luftmaschen. Und in das gleiche ganze Stäbchen häkle ich noch ein ganzes Stäbchen. Und dann in das nächste auch wieder ein ganzes Stäbchen. Das geht jetzt einfach ganz normal so weiter. In jedes ganze Stäbchen häkeln wir ein ganzes Stäbchen. Und das so lange, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Ich bin jetzt fertig mit den ersten beiden Runden als Basis und habe schon eine Kettmasche in dem ersten ganzen Stäbchen gehäkelt. Und als nächstes häkle ich wieder zwei Luftmaschen. Und in dem gleichen ganzen Stäbchen, wo ich eine Kettmasche gehäkelt habe, häkle ich ganz normal wieder ein ganzes Stäbchen. Und in dieser Runde werden wir auch wieder ganz normal ganze Stäbchen häkeln, nur in der vorderen Schlinge des ganzen Stäbchens. Also wir wickeln den Faden um die Häkelnadel. Hier haben wir diese beiden Schlingen. Und wir gehen einfach nur in die vordere rein und häkeln dann ein ganzes Stäbchen. Dann im nächsten ganzen Stäbchen genauso, also nur in die vordere Schlinge rein und wieder ein ganzes Stäbchen. Und das geht dann einfach so lange weiter, bis wir am Ende der Runde angekommen sind.
Ich bin jetzt fertig mit dieser Runde, wo wir ganze Stäbchen nur die vordere Schlinge gehäkelt haben. Und ich beende die Runde mit einer Kettmasche im ersten ganzen Stäbchen. Und häkle als nächstes drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und wir überspringen jetzt dieses ganze Stäbchen hier, gehen in das Stäbchen danach, wickeln den Faden einmal um die Häkelnadel und häkeln ein ganzes Stäbchen, nur wir gehen jetzt von rechts rein, also von vorne nach hinten, und dann durch das Loch danach wieder raus und häkeln ein ganzes Stäbchen. Also so, wie wir es eigentlich auch vorhin gemacht haben, mit diesem Stäbchen hier. Jetzt gehen wir in das nächste ganze Stäbchen, wickeln wieder den Faden um die Häkelnadel, gehen aber diesmal von hinten nach vorne. Also wir gehen von hinten durch das Loch hier durch und dann durch das andere Loch, was danach kommt, mit der Häkelnadel wieder raus und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und in das nächste ganze Stäbchen wieder gehen wir wieder von vorne mit der Häkelnadel durch das Loch durch und dann wieder durch das andere Loch raus und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und dann beim nächsten ganzen Stäbchen wieder von hinten rein und von vorne wieder durch das nächste Loch raus und ein ganzes Stäbchen häkeln. Und so geht das, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Also immer einmal von vorne nach hinten ein ganzes Stäbchen häkeln und dann von hinten nach vorne und dann wieder hinten raus. Und das machen wir jetzt wieder, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Ich bin jetzt am Ende der Runde angekommen und ich häkle jetzt eine Kettmasche in das erste ganze Stäbchen und dann wieder drei Luftmaschen. Und genauso wie in dieser Runde auch wieder diese ganzen Stäbchen. Das nochmal zwei Runden. Ich zeige euch jetzt, wie man das jetzt macht in dieser Runde. Und zwar gehe ich jetzt wieder von, also da haben wir einmal das Stäbchen, was vorne nach vorne ist. Da gehe ich also wieder von vorne nach hinten mit der Häkelnadel und häkle ein ganzes Stäbchen. Und da haben wir ein ganzes Stäbchen, was so nach hinten geneigt ist. Da wickeln wir den Faden um die Häkelnadel und gehen dann von hinten nach vorne und häkeln ein ganzes Stäbchen. Dann wieder von vorne nach hinten beim nächsten ganzen Stäbchen und häkeln wieder ein ganzes Stäbchen und da wieder von hinten nach vorne. Und das machen wir wieder, bis wir am Ende der Runde angekommen sind und davon dann noch eine Runde. Also häkeln wir insgesamt drei Runden nach dieser Art und Weise. Und dann sind wir auch mit der Mütze fertig. Ich habe jetzt insgesamt drei Runden von diesen ganzen Stäbchen gehäkelt und bin jetzt am Ende der dritten Runde angekommen. Ich häkle eine Kettmasche in das erste ganze Stäbchen und beende die Arbeit und dann ist auch unsere Mütze fertig. Den Rand der Mütze knickt man dann am Ende so um. Und ihr seht, das wird dann da umgeknickt, wo wir eine Reihe gehäkelt haben, wo wir nur ganze Stäbchen in die vordere Schlinge gehäkelt haben. Also das war, dafür haben wir diese Reihe gehäkelt mit den Stäbchen nur in die vordere Schlinge.
So, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, die Mütze gefällt euch. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, um nichts Schönes mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!